Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stardew Valley, was mal wieder sehr laut auf meinen Ohren ist. So. In den letzten Folgen haben wir uns um die Farm gekümmert und um Ausbau und neue Tiere und solche Sachen. Und wir haben noch allerlei Zeug in unserem Inventar. Darauf kümmern wir uns natürlich, nachdem wir in den Wetterbericht geschaut haben. Es wird sonnig. Sasaga, die Geister sind heute höchst unzufrieden. Und die Königin, der so sagt. Eine Zuschauerin aus Pelikan hat mir neulich geschrieben. Mal sehen. Ihr Name ist Haley. Sie schreibt, ich habe letztes Mal in Susu deine pinke Torte probiert und mich verliebt. Könntest du dein Rezept in der nächsten Folge vorstellen? Warum eigentlich nicht? Es ist eine fabelhafte Torte und ihr werdet nie die geheime Zutat erraten. Melone! Und wir haben jetzt gelernt, wie man pinke Torte macht. Okay, cool. Wir sammeln Käse und Mayonnaise und Öl ein. Das Öl schmeißen wir erstmal hier rein. Wir haben hier noch Milch und Eier, so. Was haben wir hier? Ah, genau, wir hatten so einen Bausatz bekommen. Wir haben hier Kaffee. Und ich muss ja sagen, ich bin noch ein bisschen leiser auf dem Ohren machen, den Sommer hier fühle ich ja so gar nicht mehr. Wir haben jetzt Anfang Oktober. mein Husten ist tatsächlich immer noch nicht richtig weg. Also keine Ahnung, was ich mir da eingefangen habe. Aber ich habe Bock auf Aufnehmen. Und haben wir mehr dreifachen Espresso? Den haben wir, glaube ich, bekommen, ne? Und deswegen sitze ich jetzt hier. Und weil die Folgen auch dem Ende zugehen. Dann machen wir erstmal hier sowas. Glücksköder. Warum haben wir Regenbogenforelle noch hier? Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß, was wir inhaltlich gemacht haben, aber ich weiß nicht mehr eins zu eins, was wir in der letzten Episode gemacht haben. Den Diamanten können wir verkaufen. Die müssen wir aufmachen. Macht das jetzt hier? Oder haben wir den hier drin? Ne, haben wir auch keinen Kaffee drin. Den Zeltbausatz brühe ich mal hier rein. Und das müssen wir beim Schmied aufmachen. Also wir sind auch für die Calico-Wüste vorbereitet. So, Lilly, ich brauche Trüffelöl. Frag mich warum. Bürgermeister Louis. Okay. Das ist schön, dass du das brauchst. Aber habe ich nicht. Ich überlege gerade, warum habe ich 5 Eisen? Das hast du ja nur eigentlich dabei, wenn du das auch brauchst, ne? Nehmen wir die Sense hier mit. Wunderbar, Heu und Weizen. Und wir haben auch Tomaten. Moment, ich muss mal kurz hier einen Schluck trinken. Das geht ja so nicht. Und hoffentlich ist jetzt besser. Ja, was? Achso, ja, genau. Wie gesagt, den Sommer fühle ich so gar nicht mehr, weil wie gesagt, wir haben jetzt Anfang Oktober, ist das tatsächlich heute der erste. Und also bei uns hier ist es richtig usselig. Es ist richtiges Herbstwetter. Was an sich überhaupt nichts Schlimmes ist, gar nicht. 8 Tage, 21, 9. Können wir eigentlich. Oder haben wir noch was anderes, was wir einpflanzen können? Moment. Und ja. Deswegen, also ich fühle den Herbst so gar nicht mehr. Den Sommer, nicht den Herbst. Den Herbst, ja, den fühle ich gerade so richtig. Ich habe mir auch gerade einen Tee gemacht und alles. Also Herbst ist hier voll am Start. Das packe ich jetzt hier mal mit rein. Sommerkürbis. Genau, der lohnt jetzt gefühlt nicht mehr. Genau, hier haben wir den Stoff für die Mühle, obwohl wir hätten einfach das Bundle fertig machen können, aber okay.
Beizen brauchen wir noch. Wir brauchen... Wie viel brauchen wir? Genau, hier fehlt jetzt nur noch die Wolle oder ein großes braunes Ei. Schwarzes Brett. Genau, hier fehlt uns 10 Weizen für. Wie viel Weizen haben wir? 9. Nicht genügend. Dann würde ich ja sagen, wir schmeißen den erstmal in so eine Saatgutmaschine. Hauen hier einmal auf die Würmer drauf. Und dann gehe ich einfach erstmal hier gucken bei unseren Tierchen, was da so los ist. Hier ist das Ende, das Spot. So. Und hier Faye. Ich glaube übrigens, dass die Faye anders geschrieben wird. Aus A New Beginning. Die Fuß habe ich gestreichelt. Ah, Toni auch. Und wen haben wir noch? Bozo. Schade eigentlich, dass Bozo kein braunes Huhn ist. Es würde so gut mit dem Bart passen und überhaupt mit Bozos Character Design. Naja, man kann nicht alles haben im Leben, ne? Hallo? Oh. So. Dann gehen wir mal noch zu unseren anderen Tierchen hier Hallo sagen. Die stehen da drüben ein bisschen ineinander. Und wir brauchen auf jeden Fall den Ei. Mein Inventar ist so zugekramt gerade. So. Nari, genau, da ist noch ein Baby. George auch, da können wir auch noch nichts machen. So, Frau Ruskas haben wir fast voll. Jeremy geht's auch gut. Okay, hat gerade keine Milch. Sorry, Jeremy. So. Dann einmal Tor auf. Und hier ist uns nichts mehr fertig. Hier auch nicht, okay. Dann gucken wir mal eben. Ach, guck mal. Da sind jetzt zweimal Heu fertig. Habe ich das noch? Habe ich natürlich nicht. Aber wir haben auch noch ganz viele. Aber die wächst auch, das wächst ja noch im Herbst. So. So. Und so, machen wir das so. So, das eine kommt. Hallo? Kommt da so hin. Und die Sonnenblumen kommen hier hin. Okay, dann bringen wir mal die Eier rein. Und ein Milch können wir auch schon. Oh, ne, den Kamin wollte ich hier nicht versetzen. Schön, ich wollte hier nur, das kommt rein, das kommt rein, das kommt rein, die Milch kommt rein. Mohnhonig ist auch Mohn. Ich würde mal auch 2 Gläser Honig hier haben. Normalen Käse haben wir da auch, eine Mayo haben wir auch. Ich packe mal die Regenbogenforelle noch rein. Und den Espresso. Den Espresso würde ich hier unten, glaube ich, in die Kiste schmeißen. Und dann machen wir erst noch mal ein paar Sachen in die Kiste rein. Den Käse, die Mayonnaise auf jeden Fall. Ich verkaufe jetzt auch mal das Heu. Komm, die eine Aprikose. Und die 3 Tomaten schmeiße ich da jetzt auch mal rein. Den Rest behalten wir natürlich. Die halbe Folge immer schon rum, nur mit wegsortieren, ne? Warte, geht's da? Aber es gehört halt leider dazu. Und warum haben wir 5 Eisen dabei? Die Axt brauchen wir eigentlich nicht mehr verbessern, weil schaffen wir eh alles. Wir haben mehr wie genug Holz. Ich würde fast sagen, wir gehen die Hacke mal verbessern. Dann können... Wo habe ich denn die Kiste hingeschmissen? Habe ich das Ding jetzt auch verkauft oder habe ich das einfach nur woanders hingeräumt?
Da. Mysteriöse Kiste. Was ist die von eben? Falls ich sie in die Versandbox gepackt habe, tut es mir leid. Ich wollte gucken, ob wir aus der Sonnenblume auch Öl machen können. Ja. Also, weil aus Mais konnte man das ja auch machen. Gucke ich, wenn wir sonst noch irgendwas was weg muss, sage ich mal. Nee, sind Zeug, was haben wir hier drin? Und voll. Nee. Trüffelöl haben wir noch nicht. Das muss unser Schweinchen erst noch lernen. Es ist schneller, liebe Lilly, wenn du einfach zur Bushaltestelle reitest, absteigst und in die Stadt fährst. So. Ah. Erstmal hier Dings aufbrechen. Drei Teleport-Totems. Werkzeug verbessern. Stahlhacke. Und 5000 Gold. Okay. Genau, weil so allgemein sind wir ja gerade eher dabei, darauf zu sparen. A, für die Hausverbesserung. Und ja, die Mühle, die können wir uns so leisten. Das ist gar nicht das Problem. Wir brauchen halt noch den Stoff. Und der Schuppen kostet 15.000 Gold und 300 Holz. Das sind alles Ressourcen, die wir haben. Wir könnten uns, glaube ich, sogar den Hühnerstall gerade leisten, den Luxushühnerstall. Aber ich möchte jetzt tatsächlich, glaube ich, lieber auf Dings sparen. Einmal hier im Steinbruch gucken, ob hier irgendwas Spannendes ist. Können wir ja mal machen. Und ansonsten... Nein, jetzt sich auf den Ingame-Herbst hier vorzubereiten, ist jetzt gerade noch nicht notwendig. Weil im Herbst haben wir ja eh gesagt, oder ich gesagt, da möchte ich die Felder gerne neu anlegen. Und natürlich sind hier jetzt Würmer. Dafür brauchen wir aber nicht so lange. Beziehungsweise ich habe die Felder ja zum Teil schon angelegt. Das Einzige, was wir jetzt theoretisch bräuchten... Warum bin ich hier? Ich kann es nicht mal sagen. Das Einzige, was wir gerade bräuchten, ist halt Geld. Beziehungsweise, wenn wir noch mehr Sprinkler herstellen wollen, bräuchten wir auch noch mehr Iridium. Aber das war's dann auch schon. Oh, das kommt hier rein. Das kommt da rein. Und das hier sortieren wir alles drüben in unsere Kiste ein. Nicht, dass wir davon noch irgendwas wirklich bräuchten. Aber da das Glück heute nicht auf unserer Seite ist, bin ich ehrlich, möchte ich ungerne in die Kalikowüste, in die Höhle gehen. Dann noch was angeln, weil hier die Sachen arbeiten gerade in Ruhe vor sich hin. Wir haben hier drei Iridium-Sprinkler und eigentlich bräuchten wir noch eins, zwei, drei. Okay. Machen wir mal so. Eins, zwei, drei, vier, fünf Sprinkler bräuchten wir eigentlich noch. Aber wir haben jetzt einfach schon 20 nach 3, das lohnt halt nicht, gar nicht. Ich glaube, dann tatsächlich sagen würde,
Wir gehen einfach ein Ründchen angeln. Weil, warum nicht? So. Vielleicht nicht hier in unserem Dings. Da ist eh nur Mist drin. Selbst Hartholz haben wir so genug. Weil ich sag mal, wir haben ja nur noch Speisekammer und schwarzes Brett. Wir haben das Bundle fertig. Und ja. Sagen wir, angeln jetzt einfach noch ein bisschen. Und dann war das heute eher wieder so eine unspektakuläre Folge. Haben halt jetzt viel wegsortiert. Weiß halt nicht. Jetzt habe ich es schon gezogen, ich muss mich an Nasio. Könnten noch mal gucken, wie voll unser Silo ist. Aber auch das können wir im Herbst halt machen, um dann das Heu zu ernten. Das reicht auch, wenn wir es am letzten Herbsttag machen. Ich hatte auch mal irgendwo gelesen, dass es sinnvoller ist, statt Silos Kisten zu nehmen und da das Heu drin zu lagern, weil da mehr reingeht. Oder in die, es gibt ja, glaube ich, auch so große Kisten und da geht wohl mehr rein als in ein Silo. Das ist auch wieder ein Hecht. Ja. Hey. Ein Hecht. Deswegen, also da können wir uns halt noch vorbereiten. Aber ansonsten wüsste ich jetzt gerade nichts, was wir noch groß erledigen könnten, sollten, müssten. Jetzt habe ich aus Versehen gedrückt. Finger hat gezuckt. Aha. Also auch wieder ein Hecht. Mein Fisch ist am Ende. Was war das denn bitte für ein schneller Fisch? Geh mal nach unten. Was war das denn bitte für ein schneller Fisch? Ah, stimmt. Das ist ja hier noch der Angelwettbewerb. Warum sagt mir das denn keine, Kinders? Gerne die Kiste haben. Ich finde die Kisten ja immer mitunter viel spannender als den Fisch. Deswegen haben wir auch die Regenbogenforelle im Inventar gehabt. Es mussten aber irgendwelche speziellen Regenbogenforellen sein, ne? Irgendwas war da doch. Belohnung halt. Oh wow. Wir haben Qualitätssprinkler bekommen. Wunderbar. Stimmt, das war auch eins der neuen Events. Daran habe ich überhaupt nicht mehr gedacht, dass das ist. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit und Energie. Dann können wir ja noch ein bisschen angeln. Ich ignoriere jetzt mal kurz die Kisten. Das ist blöd. So, na, komm. Noch einer. Komm schon. Beiß an. Aha. Okay, diesmal nehme ich heute die Kiste. Auch wenn die Regenbogenfalle nicht so eine gute Bewertung hat.
Das ist egal. Oh. Ist eine Prasse. Oh, zwei mysteriöse Kisten. Ist die Frage, gibt es jetzt noch Regenbogenforellen? Wegen der Uhrzeit? Werden wir jetzt herausfinden. Ein Graubarsch. Na komm. Was anderes. Ein Hecht. Ich habe das Gefühl, es gibt keine Regenbogenforellen mehr. Das ist auch ein Hecht. Würde ich jetzt mal so raten. Oder irgendwas anderes. Es ist ein Hecht. Aber es gibt noch welche. Also hier sind ja noch mehrere Leute, die eine Regenbogenforelle scheinbar angeln. Sei eine Regenbogenforelle. Nein. Das ist auch nur eine Brasse. Jetzt haben wir nur eine Brasse und nicht mehr die Kiste. So ein Mist. Das ist ein Hecht. Mein Gott. Jetzt aber eilig. Mhm. Könnte, muss aber nicht. Nee, auch das ist nur eine Brasse. Komm, einen versuchen wir jetzt noch. Das ist auch keine Regenbogenforelle. Ich liebe das, wenn man den Balken so weit aufgelevelt hat, nenne ich es jetzt mal. Ha! Wenn man eine Regenbogenforelle hat. Ah! Aber kein Dings. Kein Glücksanhänger. Ja, ich weiß, ja, ich habe gesagt, wir machen nur noch eins. Aber jetzt bin ich wieder motiviert. Komm, einer geht noch. Einer muss noch dran. Das ist kein Fisch. Ich hätte gerne noch eine Regenbogenforelle. Mit Anhänger aber. Du bist keine Regenbogenforelle, du bist ein Hecht. Ich möchte doch so gerne noch eine Regenbogenforelle. Du bist doch bestimmt wieder ein Hecht, oder? Mann, muss nicht. Eine Regenbogenforelle mit Anhänger. Wuhu. Das ist jetzt irgendwie enttäuschend. Nee. Mein Wettbewerb dann auch. Ah. Was für eine Enttäuschung. Ja, ja, es wird spät, schon klar. Ich bin doch schon längst auf dem Weg. Entspann dich doch, mein liebes Spiel. Bis zwei haben wir noch Zeit. So. Gehen hier immer in die Angelkiste. Das kann rein, das kann rein. Die Zeitung kann da rein.
Der Laich kann da rein. Die Fische verkaufen wir definitiv. Das Gold kann hier rein, genau wie die Kohle. Und hier können die Fasern rein und der Sprinkler. Hier das Totem. Hier das hier. Haben wir dann 16? Echt? 8, 9, 10, 11, 12, 13 und ein Diamant. Wunderbar. Dann machen wir hier noch. Zumindest. Ja, ja, ja. Geh doch gleich ins Bett. Aber wir müssen die Türen doch noch zumachen. So lange waren wir, glaube ich, schon lange nicht mehr unterwegs, ne? Ach, guck mal, hier sind noch Sachen fertig, aber das ist egal. Jetzt springen wir in die Koje. Jo, wir gehen ins Bett. Jo, guck mal, da haben wir doch die Sachen schon wieder raus für die Hacke. Boah. Ja, bei den Fischen ist auch einfach dann die Menge. Wenn du guckst, das ist jetzt nicht so viel in Anführungsstrichen, aber dann machst du auch einfach die Menge. Ja, ich würde sagen, dann haben wir in dieser Folge ein paar Kleinigkeiten erledigt. Und in der nächsten Folge gucken wir mal, wenn wir Glück haben. Fahren wir in die Kaliko-Wüste. Wenn nicht, dann müssen wir uns was überlegen. Wir haben ja erstmal zu tun mit Tiere kümmern und etc. pp. Und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.